Test. Welche Schulempfehlung erhältst du? 2,2 Millionen Aufrufe? Wir machen das. Also wir kriegen das hin. Ich gerne gegen Lukas. Wenn jemand die Antwort... Ist das einfach ein Video wissenswert? Oha. Ja, das ist das. Ey, wir müssen das falsch mit so und so. Rechts? Ja, so logisch. Ja, ja. Siehst du, da fängt schon an. Da sind wir so knapp in unserer Köpfen. Ja, okay, so fängt schon an. So fängt schon an. Gut, wir gucken uns den Alex hier mal an. Ach so? Aber er ist auch 5 Meter groß, Leute. Das ist schwierig. Warte, ich rutsche mal ein bisschen nach rechts. Ja, so? So, warte mal. Okay, cool. Wer schließt besser ab, Chat? Trimax oder ich? Ich gehe auf mich, 20 Subs. Mit unserem Grundschultest könnt ihr nämlich überprüfen, wie viel ihr noch aus euren ersten Unterrichtsstunden... Ich war damals gut in der Grundschule. Ebenfalls sagen wir euch, du machst das. Ich war scheiße. Ich auch. Was? Ich war damals gut in der Grundschule. Ich war richtig scheiße in der Grundschule, also no joke. Richtig scheiße. Nee, ich bin... Und auf der Hauptschule habe ich dann nur 1er geschrieben. Und dann musste ich auf die Realschule. Da war ich traurig. Ich war noch nicht so weit, sag ich mal. Du warst nicht so weit? Nee. Vorbereitung bekommen Chat würdet. Macht Abstimmung. Und ja, wir wissen, was jetzt einige Mods von euch denken werden. Die Grundschulaufgaben sind doch so kinderleicht. Schneller dass ist, es nicht sonderlich schwer wird, das stimmt wir sagen, schon. So, wir aber auch in der Grundschule jemand die Antwort gibt es weiß. Aufgaben, für die man ein immer wenig Hintergrundwissen benötigt. Wir haben den Test in 4 Unterrichtsfächer aufgeteilt, in denen wir euch jeweils 3 Aufgaben stellen. Es gibt also insgesamt 12 Aufgaben. Für jede richtig gelöste Aufgabe erhaltet ihr einen Punkt. Ja, daher merkt euch unbedingt eure Fragen hatte ich kann das leider gerade nicht genau hören. Am Ende gibt es dann die Auflösung und wir sagen euch, welche Schulempfehlung ihr... In der Grundschule hat man doch... Was hat man denn gemacht in der Grundschule? Also, was ist das denn? In der Grundschule... Was hat man denn in der Grundschule gemacht? Oder nicht nur so Mandalas ausgemalt? Was für Mandalas? Bitte nicht Englisch. Bitte nicht Englisch. Simple Pass und sowas. Bitte nicht. Okay, Simple Pass hast du noch nicht in der Grundschule gelernt. Übertreib mal doch, nicht. Doch, wir schon. Lol. Nein, das hatte man alles nicht. Doch, man hatte Chat, hatte man Simple Pass? Nein. Digga, doch nicht in der Grundschule. Man hatte Simple Pass. Ach, nein, nicht in der Grundschule, ist der behindert. In der Grundschule hast du Löffel und Gabel gelernt, Pass? Junge. Nein, Simple Pass haben wir in der Grundschule schon angefangen. Also ich definitiv nicht zu 100% habe ich das nicht gelernt. Ich habe nur so Löffel, Gabel, Vogel und so Scheiße. Hat doch keine Pass, englischen halt. Zeiten, Digga. Ja, das war 7. Also, alle getan. Was laberst du? Okay, dann 7. nicht 5. Alter. In Englisch vielleicht Scheiße. Den einen oder anderen Punkt. Heute erhalten würdet, beginnen wir mit Deutsch. Direkt zur ersten Aufgabe. Bestimme in dem folgenden Satz jeweils das... Junge, ich weiß nicht mal, was ein Subjekt ist, Alter. Subjekt? Das okay, warte, okay. Verb und das Objekt. Ist das Wie-Wort? Nein. Objekt. Der Satz lautet, Susi liest einen spannenden... Also da muss man jetzt Subjekt, Verb und Objekt. Roman. Also ich kann dir sagen, dass liest ein Verb ist. Und Objekt ist, was steht da? Roman, glaube ich, oder so. Und was ist jetzt das Subjekt? Eigentlich müsste ich, meiner Meinung nach müsste das Subjekt, was ist das letzte Roman? Ja, Roman ist das Objekt. Spannend, nee. Sicher, dass, ich hätte gesagt, Roman ist das Subjekt und Susi ist das Objekt. Alter, wir sind also, alle, das ist Junge. Wenn jemand weiß zuerst, dann Roman sagt er sie, okay? Nee, Roman ist nicht beides. Okay. Ja, hier ist das ganz Susi, einfach. Susi. Hast du schon? Ist ja. Das Objekt sag. Im Satz. Das Verb ist lesen, liest, ja. Das Subjekt ist Susi ja. Und das Objekt ist ein Roman. Aber das hat man doch nicht in der Grundschule gehabt, oder? Ist das richtig? Warte mal. Verb ist das, was man tut. Richtig. Ein Tunwort. Ein Tunwort. So kenne ich es auch noch. Ein Tunwort, Junge. Verben ist ein Tunwort. Alter, wie geil. Das habe ich seit 20 Jahren nicht mehr reingezogen, aber ist geil. Same. Objekt ist hier da in dem Fall das Roman und Subjekt ist ja? Wer. Wer macht es? Ah. Susi. Okay, Alter, das ist Tu-Wort. Tu-Wort. Aber warum lernt man das? Weiß ich nicht. Also ich habe es 20 Jahre nicht benutzt. Ja, ganz kurz. Warum muss man, ich weiß, was du meinst. Ja. Warum nimmt man den Ja, warum muss man wissen, was das ist? So, warum muss ich wissen, dass das ein Verb ist, you know? Es ist doch völlig egal, dass es ein Verb ist. Hauptsache, ich weiß, ja, was es ist. Ja, aber es geht ja auch darum, dass du dich ein bisschen weiterbildest. Das ist genauso, warum muss ich wissen, wie der Zweite Weltkrieg abläuft? Ja, damit du es weißt. Wissen, ob es ein Subjekt, ein Verb oder ein Objekt ist. Ja, das stimmt. Das ist traurig. Da hat er recht. Oh, da kannst du ja auch gucken hier. Einen ist ein Subject oder sowas. Ein Subject, Alter. Und spannenden ist irgendein anderes. Was bringt das? Jedes einzelne Wort zu beschriften, ja, wie es heißt. Stimmt. Ja, das stimmt schon. Allgemein. Trunks und ich sind auf einer Wellenlänge. Was denken Einbildung. Aber bringt es zu wissen, was, also jetzt mal, bringt es was zu wissen, dass jemand, das liest ein Verb ist? Bringt es was? Für Neusprachler ist wichtig. Ich glaube, so im Französischen und Spanischen ist es dann wichtig.
Ich habe gehört, dass Deutsch richtig schwer sein soll. Ja, Deutsch ist ganz scheiße. Für so viele andere. Das ist richtig scheiße. Okay, wir machen mal weiter. Also da warst du schneller als ich. Ich hätte ein bisschen länger gebraucht. Achso, okay. Ein Punkt für dich. Oh, ich hab's auch hinbekommen. Ich hab's auch hinbekommen. Ach, guck mal, da unten ist so ein Ding. Das ist die Leiste. Wir lassen das mit ausdingsern. Nicht so schwer, oder? Ja, ja. Susi ist in diesem Satz das Subjekt. Liest, also lesen, ist ein Verb. Ja. Und der. Was ist Pearl Harbor, Alter? Roman ist in was diesem Fall. Was ist Pearl Harbor? Nur wenn du alle drei Dinge ist richtig benennen konntest. Weißt du, was ist denn Pearl Harbor? Ach du Scheiße, Mann! Und wie werden sie getrennt? Muss ich mich wissen, interessiert mich nicht. Also ich genug. Ich hab die Antwort. Ich auch. Okay, auf drei sagen wir die Antwort. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Ja. Sag sie. Zim, mehr. Oh, er klatscht dazu. Ja, richtig. Ist richtig? Ja. Ist richtig, oder? Ja. Mit Klatsch ist gut. Geschichte interessiert mich null, da weiß ich gar nichts und interessiert mich auch nicht. So, also literally null. Das haben wir so gemacht, Digga. Das haben wir früher so gemacht. Krass, Alter, da kickt's ja übel. Das haben wir richtig so gemacht. Zimmerdecke hat vier Silben. Ich hab mir Angst. Zim, mehr, Decke. Gib dir also einen Punkt, wenn du die einzelnen Silben liegst. Das hätte ich jetzt eigentlich angemacht. Hätte ich falsch gemacht. Was hast du denn gemacht? Ich hätte DEC in eins gepackt und KE in ein anderes. Ich glaube, das habe ich sogar gemacht. Zim, mehr, Decke. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich hätte jetzt anders gemacht. Ja, okay. Ich hätte schon ehrlich falsch, ey. Aber ich glaube, wir sind gerade in der ersten Klasse. Ja, ja. Erste Klasse ist noch gut. Ist okay. Erste Klasse ist noch gut. Guck, viele sagen, hätten sie auch so gemacht. Ich glaube, ein Fehler von Wissenswert. Müsste ein Fehler von Wissenswert. Ja, ist, glaube ich, Fehler. Echt? Okay. Eli richtig. Eli richtig. Max. Okay. Eli Max 1-1. Richtig trennen konntest. Und als letztes Aufgabe 3. In der Grundschule wird bei Deutsch nämlich nicht nur auf die Grammatik und die Rechtschreibung geachtet, sondern auch auf eine schöne Schrift. Ja, welches dieser drei Hs ist das Schreibschrift-H? Ganz rechts. Ich weiß es. Worum geht's da? Ja? Welches ist das richtige Schreibschrift-H? Schreibschrift habe ich nicht mal gelernt. Hä, natürlich! Ich wollte gerade sagen, das hat doch jeder gelernt. Ja, ja, gelernt habe ich schon, aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe das halt gemacht, wenn es in der verlangt wurde, aber ich habe es dann, sobald wieder nicht verlangt wurde... Du musstest in der Grundschule Schreibschrift schreiben. Ja, bist du eigentlich taub? Ja, danach nicht mehr, danach hat es keiner mehr gemacht. Wenn es verlangt wurde in den Tests, habe ich es gemacht und danach direkt wieder weg. Ja, du musstest immer Schreibschrift schreiben bei uns. Also bei uns im Grundschulort komplett Schreibschrift. Wir durften uns das aussuchen. Als wir Schreibschrift gelernt haben, durften wir uns nicht aussuchen. Als das dann das Fach oder das Schreibschrift lernen vorbei war, durften wir uns aussuchen, was wir machen. Nein, du musstest bei uns komplett Schreibschrift schreiben. Ja, das ist bei dir, aber wie gesagt, bei uns nicht. Bei wir durften uns nicht aussuchen. Eins, zwei, drei, rechts. Ja. Gut, aber hässlich das Haar. Hä? Ja, man macht es. Ja, okay doch. Ist H. Mhm. Okay. Hey, wir sind es voll schlau. Es ist das H auf der rechten Seite. Chat, ihr und sagt das immer, war's sind auch schon wir mit sind Deutsch. Merci jetzt einfach deinen Gesamtpunktestand und wir machen weiter mit dem nächsten Fach. Kommen wir jetzt zur Mathematik. Oh Gott. Die erste Aufgabe ist folgende. Wie viel Kilogramm sind 4500 Tonnen? Ja, bin ich aber jetzt. Eine Null mehr, oder? Wie viel Kilogramm sind 1500 Tonnen? Eine Tonne sind 1000 Kilogramm. Ja. Scheiße. Ich sag also ja, da bin ich raus. Okay, auf 1, 2. Da bin ich wirklich raus. Das konnte ich noch nie. Ich kann auch nicht Liter in Milliliter umwandeln. Alter. Sind auch nur muss ich immer googeln. Ich schwör, wenn ich koche, muss ich den Scheiß immer googeln, Alter. Ja, 3-0 hinten. Da hab ich das schon völlig versagt, Alter. Ist es korrekt? Du warst falsch. Lösen wir auf. Es sind genau 4.500.000. Hä? Einfach 3-0, du. Wie viel hab ich gesagt? Eine 0 mehr. Hä? Ja, ich hatte 45.000. 45.000, ich dachte... Nee, geschrieben hätte ich es richtig. Das ist richtig falsch. Ich meinte nach dem Punkt halt, die 3 waren... Ja, egal. Also ich meinte, ich hätte es geschrieben, hätte ich schon richtig. Ich dachte, 10 Kilo... Warte mal, 10 Kilo sind ja dann... Was ist das hier? Welches Emot nutzen alle? Erklär mir das mal. Da einfach mal drauf, wie heißt das? Das ist Eierkopf wahrscheinlich. Ja. Ah, der Eierkopf. Und was ist das? Wenn es sehr lost irgendwas. Hä, hey, aber ganz kurz mal, Chat. 4.500 Tonnen. Ja, okay, scheiße. Hä, hey, du, okay, gut. 3-0 hinten dran. Lösen wir auf. Es sind genau 4.500.000 Kilogramm. Wenn du genau diese Zahl hattest, erhältst du jetzt einen Punkt. Also Aufgabe Punkt Nummer 2. Ja. Es geht um Spiegelachsen. Also eine Achse. Was? Spiegelachse? Oder Linie, das hab ich ja die schon geometrische ewig Figur nicht mehr gehört. Wie ein Spiegel trennt, sodass sowohl die linke und die rechte Seite gespiegelt sind. Welche dieser drei Linien ist hier die Spiegelachse? Was? Was?
Oder? Was? Ja, ja, was sind das ist für Schüler da in der Grundschule? Ich bin da komplett raus. Achso, also eine Achse oder Linie, die die geometrische Figur wie ein Spiegel trennt, sodass sowohl die linke und die rechte Seite gespiegelt sind. Okay, das ist, drei Linien ist hier die Spiegelachse? Die rote. Ich weiß die Frage, ich kenne die Frage. Okay, gut. Okay, warte, ich verstehe es auf jeden Fall. Aber geil, dass du nochmal zurückmachen musstest. Ich weiß es. Weißt du es? Ja. Okay. 3, 2, 1, grün. Rot. Hä? Grün. Okay, wenn du es in grün spiegelst, dann hat er zwei Augen in der Mitte und der Mund ist im Arsch. Dass du es genau spiegelst. Ach du Scheiße, und er sagt, er ist nicht lost, ne? Ist die Spiegelachse. Ich weiß ja wirklich nicht, sind die Leute einfach nur lost? Ach, das ist Digga, ich hab die Frage falsch verstanden. Ja, ja, die Frage falsch verstanden. Ich hab die Frage falsch verstanden. Wenn du die spiegelst, dass es gleich ist. Du hast grün gesagt. Mit dem Spiegel Auge. Mal, die, ja, nimm mal hier die Hälfte abschneiden. Das. Okay. Und jetzt, dann nimm grün. Jetzt, also Wahnsinn. Jetzt Wahnsinn. Check ich das erst. Das ist gemeint mit den, ach so, hier mit dem Auge und sowas. Ja, nee, von was sonst? Aber dass sie extra nochmal abspielen lassen. Ich habe die Frage gespiegelt werden, was? Spiegeln, damit er genauso aussieht, ja, wie er aussieht. Okay, aber Digga, stell dir mal kurz vor, du hast hier einen Schnitt und spiegelst auf grün. Okay, ey, kann das jemand in der Nach... Das gibt's doch bestimmt hier ein Highlight-YouTube-Video draus, ja, ne? Okay, kann das ein Cutter bitte so nacheditieren, als würde man grün spiegeln, bitte? Hä? Damit du siehst, wie scheiße der aussieht, wenn grün ich spiegelt. Ich habe die Frage falsch verstanden, Chad. Ja, verstanden. Ja, gut, die Aussage. Hä? Okay. Die rote Achse. Aber das hat gar nichts mit Zahlen zu tun. Ich möchte hier langsam du das wusstest, Aufgaben, Mathematik dann gibt aber das hat man alles in der Grundschule gemacht. Ja, das finde ich das ja übel interessant. Ist ich denke, jetzt zur letzten Aufgabe. Diese geht auf Zeit. Du hast eine Minute Zeit und. Wo sind denn hier 9x9 und 9? Wenn du der angegebenen Zeit schaffst, erhältst du keinen Punkt. Okay. Was ist 685 plus 264? Im Kopf, warte mal kurz, im Kopf? Ja, oder darf ich schreiben? Ich hab nichts zum Schreiben. Im Kopf. Ja, im Kopf. Da, oh, in der Zocke. Okay. 60 plus 27. Nee, ich bin raus. Das ist doch auch ohne, also das kriegst du auch ohne Papier hin. Oio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 
Ja. Dann, ja. Okay. Also, ja. Zwei. Wisst ihr das ich auch nicht? Hamburg. Hä? Hat er Hamburg gesagt? Warte mal. Bundesland, ja. Okay. Achso, 3, 2, 1. Hamburg. Hamburg ist ein bisschen kleiner. Ja, ist Hamburg ein Hamburg Bundesland? Ja, Hamburg, das ist ja noch dummer. Oh. Also, ich gebe euch beide nicht, ich sag's dir nicht. Hamburg ist ein Bundesland? Wirklich da. Ja, so Berlin, Hamburg, Bremen auch. Hatschi, lernt das erste Mal Deutschland kennen, Alter. Berlin und Hamburg sind Stadtstädte. Ja, und Bremen. Oder zählst du Bremen nicht mit, Sarah? Bremen wusste ich tatsächlich selber nicht. Ich hatte deutsche Erdkunde nicht. Ich wusste jetzt Berlin-Hamburg, aber ich wusste Bremen nicht. Berlin? Berlin ist auch ein Stadtstaat. Ja, Berlin ist auch ein Stadtstaat. Stadtstaat, genau. Wir reden doch von Bundesländern. Ja, ist dann ein Bundesland. Bundesstaaten! Im Endeffekt, Berlin das ist gleich ist wie in Amerika. Bundesland? Ja, und Hamburg und Bremen auch. Ich bin verwirrt, Alter. Was war das? Die Hauptstadt. Siehst du das? Das ist die Hauptstadt. Da, wo der Mauszeiger ist. Ich hab ja viel erwartet, aber ich hab gehofft, dass ihr wenigstens das will. Nee, das konnte ich noch nie. Das hat mich auch nicht interessiert. So was kann ich gar nicht. Ich kann diese... Nee, keine Ahnung. Was ist denn die Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern? Aber warte mal, das ist Hamburg? Du kannst nicht, komm hierher. Ja. Und du wohnst da. Wo wohnst du denn? Hier ist Hamburg, Digi. Das ist Hamburg. Das ist Hamburg, oder? Nein. Nee, das ist er. Da. Ja? Ja. Ja, ich hab durch den Pfeil gedacht, das ist Berlin, das krieg ich noch hin. Das mehr kann Nähe? Ich dir nicht sagen. Digga, dann, da kann ich auch sagen, das ist Berlin. Das ist Thüringen. Das ist okay. Sachsen. Also was? Hä? Okay, hä? Berlin oder Sachsen? Aber in sowas war es noch nie gut. Ja, aber du meinst, du weißt ja, wo ich wohne. Ich kann sowas gar nicht. Frankfurt. Achso, Hessen. So, Stuttgart. Aber wo ist Stuttgart? Baden-Württemberg. Ich glaub, lösen wir mal auf. Weiß ich nur wegen Europapark. Das Land ist Mecklenburg-Vorpommern. Das die Land. Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern ist Schwerin. Schwerin, nur wenn du so Alter. Das ist okay, wusste ich nicht. Aber das ist auch Schuld von den Leuten aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Schwerin. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben jemanden aus Schwerin getroffen, oder? So. Ich glaube, daraus wird kein Video gemacht bei mir, ne? Alter. Schwerin habe ich auch noch nie. Ich kann sowas leider gar nicht. So, ich kenne allgemein keinen aus Mecklenburg-Vorpommern. Habe ich noch nie gehört, dass da jemand herkommt. Ich glaube, da wohnt keiner. Das ist das Bundesland mit den wenigsten. Zur nächsten Frage. Und die ist nicht ganz einfach. Das mit den meisten müsste NRW sein. Bayern ist ein eigenes Land, Junge. Nadel nach Norden. Was? Warum zeigt eine Kompassnadel nach Norden? Keine Ahnung. Ja, ist free. Magnetismus. Dann sag du zuerst. Keine Ahnung. Ich kann dir sagen, wie viele Tore Benzema bis jetzt in der Champions League geschossen hat. Ja, das ist auch ein Wissen, das braucht man auch. Das interessiert mich. Das ist so ein Aufgang. Ja. Weil wenn du im Wald bist und du musst wissen, wo Norden und Süden ist, dann ist es scheißegal, wenn du im Wald bin, habe ich ein scheiß Handy, Alter. Einmal nur keine Fangers, wie die Sonne aufgeht. Zeigt deine Kompassnadel nach Norden, wo die Sonne nach der Sonne entgegen. Ja, mit der Erdkugel. Okay. Mit dem Erdkern. Okay, also seine Antwort, warum zeigt eine Kompassnadel nach Norden? Weil sie magnetisch vom Erdkern angezogen wird. Mäßig. Okay. So, was würdest du sagen? Ich glaube, es ist der Nordpol, der anzieht, aber ich. Ja, okay. Der Nordpol? Aber magnetisch war richtig, glaube ich. Oder? Das ist geil. Hey, ganz kurz mal. Würde es nicht irgendwie vom Erdkern. Kommen wir zur Auflösung. Hey, wenn der Erdkern das anzeigt, der wird doch einfach nur nach unten gezogen, Nordpol oder nicht? Der Nordpol ist magnetisch. Ich habe gesagt Magnet. Ja, das Erdkern, aber ohne Witz, ich habe da auch einen Erdkern bei dir rausgehört. Aber ganz kurz mal. Magnet. Ich meinte was mit Magneten. Und du, was hast du gesagt? Nordpol. Ja, der Nordpol ist magnetisch und deswegen zeigt er dahin. Magnetisch. Und zieht somit kompakt magnetisch. An, die daher immer nach Norden zeigt. Ja, die letzte Frage. Ich will nicht wissen. Einfach mit irgendwas mit Sonne. Also es ging was nach wirklich nach Norden. Wer war der erste Mensch auf dem Mond? Boah, ich hab keine Ahnung, wie der heißt, nö. Neil Armstrong. Ich weiß, was der eine Flagge dahingestellt hat. Buzz Aldrin war der zweite. Hachiko. Ach, wer war der erste Mensch? Ich dachte, wann? Ja, das ist ja free. Oh. Hachiko. Ja. Sarah, weißt du, wer der erste Mensch im All war? In? Im All. Weltall.
Der erste Mensch, ich weiß, war das nicht ein Russe? Ich weiß aber leider den Namen nicht. Ja, Juri Gagarin. Ja, genau. Gagamehl, Alter. Ja, Gagamehl, mit den Schlümpfen. Ich wusste, dass es ein Russe ist, aber ich wusste jetzt nicht den Namen. Das sind so Sachen, da frage ich mich, warum wisst ihr sowas? Das ist so unnötig. Also, ich glaube, wenn Hachi irgendwann bei einem Millionär sitzt, dann tut ihr mich nicht als Telefonjoker mitnehmen, sondern ich darf die ganze Zeit reden, weil sie mir nicht mehr aufhören. Du sitzt neben ihr, weißt du, und beantwortest alles. Shakira, Shakira. Whitney Houston. Echt jetzt? Ja. Trompeter. Wer ist denn Louis Armstrong? Louis Armstrong ist ein Trompeter. Ist ein Trompeter. Hä? Ja, was war keine Frage? Das wusstest. Und zwar Englisch, okay. Wenn ich da jetzt, Wie heißt dieses Obst jetzt auf Englisch? So, oh, ich hab fast Peach gesagt, Alter. Oh. Komm. Frage. Junge, ich bin durch Animal Crossing jetzt so hart verwirrt. Das ist eine Birne, das ist eine Birne und sie muss... Birne, eine Birne. Eine Birne, hast eine du was Birne. Birne? Junge, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich bin durch Animal Crossing gerade verwirrt. Bier. Es ist ein Bier. Bier, Mann. Ach, deswegen habe ich fast Peach gesagt, genau deswegen. Was laberst du? Was hat er gesagt? Ach, das ist eine Birne. Warum sagen alle Birne, Alter? Eine Birne, Junge. Könnt ihr nicht Birne sagen? Berliner sagen Birne. Junge, ihr sagt alle... Birne, Peach. Ihr sagt alle Birne, ja. Alter. Ja. Die Berliner sagen Junge, da steht dazu. Birne. Ich weiß. So. Die Berliner sagen trotzdem Birne. Ich das macht mich so aggressiv. Wisst ihr, bist du erstmal so an Burn? Nein. Birne. Ja, das ist wäre so typisch Shadow-Englisch. Birne ist Birne. Weiß ich nicht, warte mal. Ja, Peach heißt Pfirsich. Sagen wir die Anfangsfrage. Ja, Peach heißt Pfirsich, haben wir dann gesagt. Das musst du selber wissen. Das Problem ist, ich weiß es komplett. Mhm. Also komplett weiß ich es, das ist Wahnsinn. Ich habe gerade einen Birnensaft bestellt, sogar auf Englisch irgendwo. Ja. Da sagt ihr, ja, normal. Ja. Aber jetzt in diesem Moment, wo ich diese gigantische Birne vor mir sehe. Shadow, was sagt ihr? Birne. Ja, sehen? Danke. Hm. Weiß ich es gerade nicht. Sag das Wort einfach nicht. Ach, du weißt es nicht. Ich war jetzt in diesem Moment. Ich habe eine Naschi-Birne. Bin ich schockiert, dass ich das mein ganzes Leben lang gerade an liebsten dieses Knack. Ich das deshalb nicht weiß. Ich kann's, ich pack's nicht. Danke, du musst aber sagen, ob du es wusstest, ne? Ich wusste es wirklich nicht. Also, ich weiß es nicht. Also, wenn es jetzt so der englische Begriff für eine Birne ist Pear. Weiter geht's mit Pear, ja. Ich schwör's dir. Ich werde auf dieser Uhr angezogen. Was? Hast du noch was wissen? Taf passt vor. Jesus, Hachi. Half past three, Hachi. Wir sind eine halbe Stunde nach drei. Oh. Ja, da habe ich nur falsch gelesen. Aber es ist richtig, so gesehen. Ja. Junge, aber wer sagt es denn so? Man sagt, niemand in England oder Amerika sagt half past four oder half past three ist ja vor. Nein, die sagen Ja, 2:30. Also oder 2:15. Keiner sagt es. Jetzt habe ich ganz zurückgeschaut. Keiner. Wie witziger ist, wenn du dann mit Quarter Past und Quarter Two anfängst. Ja, das sagt keiner. Da kannst du einen Engländer das fragen, sagst du in das sagt keiner. Nicht, das sagst du eher in England. Das sagst du auch nicht in. Also, vielleicht die 80-Jährigen, aber. Was ist das? Alle sagen das nur. Warte mal 2:15 kurz. Oder so. Also, es ist. Also, wer ist jetzt zum Beispiel. Ich weiß, wie... Wer ist quarter past three? Aber das ist halb vier. Halb! Was ist denn halb vier? Halb ist halb vier. Half to four? Nee. Boah, das macht mich auch aggro. Oder meine Chefin sagt zu mir, wir sehen uns am Sonnabend. Ich so, wieso sollte man zu Abend kommen? Muss ich sonntags arbeiten? Junge, warum gehe ich Sonntag arbeiten? Sonnabend. Ja, Samstag. Samstag, Junge. Ich dachte mir, halt tief, Alter. Wer sagt denn zu Sonnenabend Samstag? Wer sagt denn zu Samstag Sonnenabend? Ja, mein Herr. Das ist es. Halfpass three. Aber kann man das jetzt zu Sonnenabend Samstag so auf die Umgangssprache auch so sagen, was es ist? Weißt du? Guck mal, es gibt aber nur Scheiß labern. Ja. Halfpass four, halfpass three. Viele sagen was anderes. Aber hier sind sich viele nicht einig. Crunchy, first of four. Das ist richtig. Die hier gezeigte Uhrzeit ist halt der Aufgabe verfolgt. Achso, was um was geht's? My mother's sister is my... My mother's sister... Komm, das kriegst du hin, Patrick. Ja, schon wieder bin ich mein Bruder. Und... Okay. Na? Von meiner Mutter, die Schwester, ist meine Tante. Und das ist? Ah, und?
Ant. Was ist denn Ant? Ja, nicht ANT, das wäre nämlich eine Ameise. Was? Das ist gut? Das finde ich jetzt geil. Das finde ich jetzt geil. Der, du bist ja bei jeder Frage geil. Also, warte mal, als ob du das, du, ich glaube, du sagst, du weißt es, aber du weißt es gar nicht. Ich kann es jetzt, wenn du möchtest, sagen. Tante. Ach, Viertel vier. Ich hätte Viertel nach vier gesagt, dass du das meinst. Das ist dann bei uns aber nur wirklich älter. Bei uns sagt es keiner, habe ich noch nie gehört. Ja, doch, bei uns so 70, 80-Jährige und noch. Das heißt Viertel vor und Viertel nach. Punkt. Das ist weh bei uns. Ja, wie kann das denn Viertel vor? Da, ja, dann weiß ich ja nicht. Ist es dann Viertel vor oder Viertel nach? Nein, es gibt nur Viertel. Nee, Viertel vor vier ist 3:55 Uhr. Es gibt Viertel, wenn man sagt, ich habe gerade verstanden, nein, ich habe gerade verstanden, dass du gesagt hast, das ist Viertel nach und Viertel vor. Ja, es gibt Viertel vor und Viertel nach. Ach so, das meinst du. Ich dachte gerade, du willst es sagen. Nee, mehr gibt's. Wenn du sagst, Viertel vier ist 15:05 Uhr. Ja, oder 3:45 Uhr. Also das sagen wir uns.